Nostalgie-Ski, eine Sportart, die sich seit Jahren großer Beliebtheit erfreut. Die Aktiven treffen sich mehrere Male pro Saison an unterschiedlichen Orten, um dort ihre Rennen zu bestreiten. Wie hier bei der Mittelstation der Roten Achter Gondelbahn in Wagrain im Snowspace Salzburg. Heuer das Besondere daran, diese Veranstaltung jährt sich zum 20. Mal. Und 1998, das erste Mal, sind damals 28 Starter gewesen. Es war eigentlich als einmalige Veranstaltung gedacht, aber nachher haben wir gesagt, es war so lustig und das sollte man eigentlich wiederholen. Und dadurch, das zweite Mal waren auch schon 80 Leute und das mehreste haben wir 154 Starter gehabt aus 5 oder 6 Nationen. Und es ist aber wieder lustig und die Leute kommen aber wieder gern her zu uns nach Wagrain. Das Nostalgie-Rennen da in Wagrain, das ist auch entstanden bei der 50-Jahr-Feier. Hat sich entwickelt und ist jetzt eigentlich heuer das 20. Mal, also 20 Jahre wird das durchgeführt. Es zeigt aber, dass wir sehr vielfältig sind in Snowspace Salzburg. Also vom Weltcup-Skirennen bis zum Nostalgierennen findet alles bei uns statt. Und vor dem Rennen gibt's für alle Starter eine Spezialität. Die Schotzuppen ist halt von früher her, wir haben das also am Bauernhof selber, ich kann mich noch erinnern, da hat es keinen Kaffee nicht gegeben, da hat es ja früher Schotzuppen und ein Murs gegeben. Das ist eigentlich ein Stärkungsessen oder sagen wir eine Sättigungsspeise und damit sie eben die Kraft haben, weil die Nostalgiker ja nicht mit dem Lift rauffahren, sondern zu Fuß raufgehen. Doch bevor es soweit ist, wird die Ausrüstung bewertet. Besonderes Kriterium sind heuer die Skischuhe. Und dieses alte Equipment zieht natürlich viele Schaulustige an und bietet beliebte Fotomotive. Und so viel Nostalgie kann gar nicht sein, dass nicht auch noch Platz für ein rasches Selfie bleibt. Oder einen Schluck Kurvengeist. Gefahren wird in 4 Klassen, Männlein und Weiblein mit Stahlkanten und ohne. Übrigens Stahlkante, sie feiert heuer ihren 100. Geburtstag. Der Rudolf Lettner von Hallein hat die Stahlkante erfunden vor 100 Jahren. Und das ist sicher eine Pionierleistung, was er damals gemacht hat praktisch. Da sind dann die guten Skifahrer, die Rennfahrer sind schon mit Stahlkanten gefahren. Die anderen haben es teilweise noch nicht leisten können, mit Stahlkanten zu fahren. Der Durchbruch war in Davos. In der Schweiz, da sind 5 mit Stahlkanten gefahren, die waren die Erstrangigen. Die wiederum sind fast disqualifiziert worden, weil sie eine Neuheit gehabt haben. Disqualifiziert wird an diesem Tag niemand, steht doch der Spaß im Vordergrund. Ja, es ist erstens einmal die Gemeinschaft unter den Läufern und jeder Verein macht sein eigenes Rennen und das ist auch gut so für uns, damit das Nostalgische wieder auflebt, so wie wir es vor 60, 70 Jahren gefahren sind. Und ich persönlich fahre seit 12 Jahren Nostalgie im Jahr zwischen 7 und 9 Rennen. Anlässlich des 20. Jahrestages überreicht die Nostalgie-Skigruppe Feuerkugel an Philipp Flasch vom Snowspace Salzburg einen Jubiläumsteller. Die Strecken ist perfekt, auch die ganze Veranstaltung ist eine super Veranstaltung. Wir werden immer recht herzlich aufgenommen. Ja, und mittlerweile ist die Nostalgie-Gruppe österreichweit schon eine große Gruppe und wir freuen uns immer wieder, wenn wir uns dann da treffen. Das Rennen verläuft unfallfrei und alle haben Spaß am Nostalgie-Skifahren in Wagrain im Snowspace Salzburg. Ja, Leute, heute!